Hallo, schönen guten Tag. Darf ich Sie heute wieder herzlich in der Pluspunkt-Apotheke begrüßen? Diesmal in Friedeburg. Wir möchten heute mit Ihnen ein bisschen über Augenprobleme, Augenerkrankungen sprechen und Ihnen einige praktische und hilfreiche Tipps dazu geben. Unsere Augen sind eine unserer wichtigsten Sinnesorgane zusammen mit den Ohren. Wir haben nur zwei. Sie liegen tiefer extra in den Augenhöhlen und sind geschützt durch die Augenlider. Alle Medikation oder alles, was man für das Auge selbst einnimmt und sich in der Apotheke berät, ist wichtig, dass man das wirklich nur 3 Tage, also maximal 48 Stunden im Selbstversuch einsetzt. Sollte das nicht klappen, müssten Sie bitte zum Augenarzt. Fangen wir mit dem trockenen Auge an. Das trockene Auge entsteht sehr leicht im Winter durch die Heizungsluft. Es entsteht durch die Bildschirmarbeit, aber auch hormonelle Veränderungen, Medikamente, Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsenüberfunktion oder auch Bluthochdruck kann zu trockenem Auge führen, ist aber leicht zu behandeln mit Augentropfen, die die Augen befeuchten. Dann weiterhin haben wir die allergische Augenerkrankung. Die wiederum merken Sie sofort, dass es eine Allergie ist. Es läuft das Auge, es sind meistens beide Augen betroffen, wie beim trockenen Auge auch. Und Sie nehmen normalerweise Augentropfen, die antiallergisch wirken, oder auch Tabletten. Da kommt es drauf an, wie schlimm das ist. Das kann man beides machen. Dann haben wir noch die Bindehautentzündung. Bei der Bindehautentzündung ist meistens ein Auge betroffen. Daran erkennen Sie das. Und das Auge ist sehr stark gerötet. Das Augenweiß ist sehr stark gerötet. Und Sie werden dann diese 48 Stunden bitte einhalten, indem Sie das selbst mit Bizeron oder mit Augentropfen, die wir Ihnen auch empfehlen können, selbst behandeln. Schwierig wird es, wenn das Auge schmerzt und wenn das Auge auch tagsüber eitriges Sekret absondert, dann bitte unmittelbar zum Augenarzt. Ferner haben wir noch das Gerstenkorn. Beim Gerstenkorn ist es so, dass es nicht das Auge, das entzündet ist, sondern das Lid. Da entzündet sich eine Lidranddrüse, meistens durch Staphylokokken. Und dort gibt es auch eine frei verkäufliche Creme, die Sie erstmal versuchen können, Posiformin. Das Posiformin lässt das Gerstenkorn abschwellen. Es lässt es nicht, dass das aufgeht, sondern es soll wieder abgetragen werden. Wichtig dabei ist, dass Sie nicht, bitte nicht am Auge selber rumbusteln und versuchen, da irgendwas zu drücken, zu quetschen, zu öffnen, was auch immer. Das ist wirklich gefährlich. Das müssen Sie lassen. Um Augentropfen einzusetzen, ist der erste Schritt, die Hände zu waschen. Dann setzen Sie sich hin, ziehen etwas in den Tränensack nach unten, legen den Kopf leicht zurück und lassen einen Tropfen pro Auge in den Bindehautsack eintropfen. Wenn Sie sehr empfindlich sind oder wenn Sie auch keinen Punkt fixieren können und das Auge klappt Ihnen immer wieder automatisch zu, dann machen Sie es doch so, dass Sie die Augentropfen einfach in den Augenwinkel, das Auge leicht, den Kopf leicht schräg legen, in den Augenwinkel tropfen und dann den Kopf rüberlegen, dann läuft Ihnen das ganz sanft, läuft Ihnen, die Augentropfen laufen Ihnen dann in das Auge hinein. Sie erschrecken nicht so. Generell ist zu beachten, Augentropfen sind nur begrenzt haltbar. Gute Augentropfen haben sehr wenig Konservierungsstoff. Die Augentropfen müssen außerhalb der Reichweite von Kindern stehen. Am besten kommen sie in der Plastikflasche wieder zurück in den Umkarton, in die Verpackung, weil sie sind lichtempfindlich. Und es wäre ganz gut, wenn sie nicht zu warm stehen, also nicht auf der Heizung, oder dann halten sie natürlich wesentlich weniger lange. Wichtig ist, dass Sie, wenn das Auge schmerzt, wenn Sie richtige Schmerzen haben, auch beim Gerstenkorn, dann bitte nicht in die Apotheke, dann müssen Sie direkt zum Arzt. Wenn das Auge auch tagsüber ein eitriges Sekret absondert und was auf eine bakterielle oder auf eine virale Infektion hinweist, auch bitte direkt zum Augenarzt, weil das sind unsere Präparate, die wir frei verkaufen können, einfach zu schwach. Da brauchen Sie ein Antibiotikum und Antibiotika sind generell in Deutschland verschreibungspflichtig. Auch die Homöopathie und Pflanzenheilkunde hat einiges bei Augenerkrankungen zu bieten. Da ist es allerdings wichtig, dass Sie sich auch in der Apotheke persönlich beraten lassen. Da kommt es drauf an, was genau vorliegt, wie die Symptome sind. Es gibt generell den Augentrost, Euphrasia, homöopathisch oder anthroposophisch dosiert. Damit kann man eine Bindehautentzündung gut behandeln. Man kann aber auch trockenes Auge damit behandeln. Sie haben beim
Gerstenkorn die Möglichkeit, Globulis zu lutschen, Staphylsagra zum Beispiel in der D12, dreimal täglich 5 Globuli. Aber das ist wichtig, dass sie dann direkt mit ihrer Infektion kommen, dass die Mitarbeiterin der Apotheke sich das anschaut und sie dann direkt individuell berät. Dann passt's und dann wirkt's auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten mit all Ihren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiedersehen. Tschüss!